Guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Ulig Still im Örtchen. Endlich mal in Ruhe reden. Ihr seht, ich habe ein bisschen neu dekoriert. Ich möchte mich an dieser Stelle bei einer Dame bedanken, die sozusagen ein Fan des stillen Örtchens ist und die mir diese wahnsinnig schöne Girlande geschickt hat, was mich irre freut. Schön, dass ihr alle da seid. Sarah-41297. 41297. Warum 41297? Ich weiß es nicht. Ich habe übrigens heute den freshen Lippenstift Love Berry aufgelegt, ganz zum Thema der Sexualität. Nicht wahr, obwohl wir nicht jeden unbedingt heute nur über die Sexualität reden wollen. Aber es ist ja sozusagen so, dass die Paula Lambert, ich weiß nicht, wer sie kennt. Ja, viele kennen sie. Sie hat ja eine Kolumne. Sozusagen, und sie schreibt Bücher und sie hat eine Sendung auf Six und sie hat einen Podcast und natürlich. Uli! Ach, Ferdinand! Was machst du Ferdinand, denn hier? nein, die Frage ist, was machst du hier? Und schon wieder mit dieser Tasse. Heute ist das unpassend. Das ist doch meine Pausentasse. Ja, aber die kann. Und wird auch unpassend angesehen, mein Herz. Es gibt übrigens im Sexualleben der Frau zwei große Dramen. Der Mann, Einmal, das wenn der erste Mann ist nicht der weiß, wo Mann. die Klitoris ist, und zweitens, wenn er sie gefunden hat. Das ist so. Also so viel zum Thema Sexualität. Ich finde es übrigens ganz fantastisch, dass Paula Lambert für die GQ, das Männermagazin, uns ein bisschen Aufklärungsarbeit leistet, weil das können die Männer hier und da ganz gut gebrauchen. Ich fühle mich mit meiner Tasse sehr gut aufgehoben. Wünsche dir, liebe Elena, einen fantastischen Abend und ein gutes Gespräch mit Paula. Ich schicke dir ganz viele Bussis. Mua. Pussy, Pussy, ah, ja, der Herr Fernand, der hat es, glaube ich, nicht so ganz mitgekriegt. Aber natürlich brauchen die Männer Nachhilfe. Aber ich meine, die Frau Lambert ist interessant. Ne? Sobald es um Sex geht, sind alle so ein bisschen nervös und denken so, oh, aber es geht ja gar nicht nur um Sex, sondern es geht ja um den Menschen dahinter. Ja? Und der Mensch besteht ja nicht nur. Aus Sex, was schreibt ihr denn Schönes? Du möchtest gerne mal wieder, dass ich auch noch Besucher einlade. Das könnte ich natürlich mal wieder machen. Du meinst einen Selfie-Talk mit Gästen natürlich. Das könnte ich mal wieder machen. Da habt ihr absolut recht. Ja, der Ferdinand ist goldig. Er ist natürlich auch ein bisschen anstrengend. Ne? Aber ich mag ihn natürlich sehr. Und ich finde es ganz schön, dass er das stille Örtchen bereichert mit auch so interessanten Themen und Fragen. Und überhaupt, ja, eine treue Nervensäge ist ein guter Satz. Absolut. Ich will jetzt mal gucken, ob die Paula schon da ist. Wie findet ihr denn eigentlich meine Dekoration dahin? Ich habe extra so ein bisschen Herzen gemacht und ich habe ja gestern sie auch so schön angekündigt. Übrigens, die Meerschweinchen heißen Edgar und Renate, weil diese Frage kam mehrfach auf. Also das sind Edgar und Renate. Ja, der Herr Karl kann auch mal wiederkommen. Der Herr Karl ist gerade froh, dass er gerade wieder zu Hause ist und aus der Quarantäne entlassen. Er ist sozusagen abgedreht. Und das freut mich natürlich. Persönlich ganz besonders, weil wir haben ihn zu Hause auch schmerzlich vermisst. Ja, zum Postfach möchte ich noch mal was sagen. Ich möchte mich bei euch total bedanken. Ich habe 600, ich glaube 72 Karten bekommen und ich werde damit auch noch mal eine Postkartenwand machen. Ich werde jetzt allerdings, das werde ich auch noch mal in kommentiert Kommentare machen, weil der Stativständer ist ja zu Hause. Wir können also wieder kommentiert Kommentare machen. Das Postfach schließen, weil ich einen totalen Ärgernis mit diesem Postfach habe, da ständig meine Privatpost auch in dieses Postfach gelegt wird und die Post sich nicht in der Lage sieht, das zu trennen. Ich habe jetzt, glaube ich, 10-mal bei der Post angerufen, habe Beschwerdebriefe geschrieben, habe was weiß ich und immer wieder sagen, ja. Und immer wieder liegt die Privatpost darin. Ich kann aber nicht jeden Tag dahin gehen. Das schaffe ich manchmal nicht und da sind auch Drehbücher drin und einfach wichtige Sachen. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Und deshalb werde ich jetzt das Postfach schließen. Aber es war ganz, ganz, ganz toll. Und ich danke euch sehr für diese vielen Postkarten. Die haben mein Leben bereichert und die werden mich auch noch weiterhin bereichern, weil ich gucke sie mir immer wieder gerne an, weil das wirklich was ganz Tolles ist. Und ich finde, ihr solltet das zum Anlass nehmen, euch auch gegenseitig wieder zu schreiben. Das finde ich irgendwie ganz wichtig. Und ihr könnt ja auch Bezug nehmen, dass es wieder vom stillen Örtchen kommt, dass ihr wieder zum Schreiben gekommen seid. Aber ihr habt so tolle Nachrichten geschrieben, so tolle
Ja, ihr habt euch so Gedanken gemacht bei diesen Postkarten. Das finde ich, das ist ja irgendwie die größte Ehre, ne? Dass man losgeht und eine schöne Postkarte besorgt, um sich jemanden, den man mag, irgendwie zu schicken und eine Aufmerksamkeit zu senden. Das finde ich ja ganz cool. Aber diese Post, wirklich, ich habe da, ich hänge in Hotlines, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die sind irgendwie alle ein bisschen schwer vom Begriff. Deshalb werde ich das leider schließen müssen. Jetzt werde ich mal schauen, was mit der Paula eigentlich ist. Ob die denn schon da ist. Lehne ich mich mal zurück, gemütlich. Geht's euch eigentlich gut? Wie habt ihr das Wochenende verbracht? Morgen ist ja schon wieder arbeiten, es ist sau. Frau Lambert. Mensch, Frau Uhlig. Hör Entschuldigung, mal, du gerade. hast dich auch hübsch gemacht, sag mal. Ja, extra. Extra. Wahnsinn, wahr? Was ist denn das Hübsches? Das hätte ich ja auch gern. Das ist so ein Band, aber das Komische ist, warte mal, ich muss mal lauter machen. So, du wurdest plötzlich leiser. Ich wurde leiser. Ja, jetzt ist aber wieder gut. Okay. Hi. Guten Abend. Du musst ein ganz kleines bisschen in die andere Richtung gehen, weil jetzt die ganzen Kommentare über dich. So, Paula, so ist hervorragend. Der Ferdinand war ja gerade drin. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der hat wieder mal von Männern und Frauen gesprochen und von der GQ. Das interessiert mich ja. Schreibst du noch für die GQ aktuell? Nein, schon seit 2 Jahren nicht mehr. Oh, warum? Da hat der Ferdinand schlecht recherchiert. Warum? Das ist eine sehr komplexe Geschichte und ich bin da öfter gefeuert worden bei der GQ. Und jedes Mal haben sie mich dann wieder eingestellt. Es war, glaube ich, diese Kolumne war ausgeschrieben. Einfach passiert ja Und manchmal. Ich habe das die so Männer viele sind Jahre jetzt gemacht. genug, sozusagen. Ich weiß gar nicht, ich habe die GQ ewig nicht angeschaut. Ich weiß gar nicht, was da jetzt ist. Ich habe die auch ewig nicht angeschaut. Ich muss auch, glaube ich, gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich die je angeschaut habe. Hast du die vorher angeschaut, bevor du da gearbeitet hast? Nee. Aber Also das muss man ja. ist ja auch ein Magazin, das sich an ein männliches Zielpublikum richtet. Und ist also, was man für Autos fahren muss, das hat mich jetzt nie so bewegt, ehrlich Sag mal, gesagt. Liebelein, was trinkst du denn? Ich habe gar nichts. Oh nein. Ich wollte ja auch aufs Klo gehen, aber dann habe ich festgestellt, dass ich im Klo keinen Empfang habe. Und dann habe ich es gelassen. Jetzt stehe ich hier. Aber ich könnte mir was holen. Warte mal. Könntest du was holen? Ich Ich stelle habe ja fest, ja? nämlich vorhin einen Apfeltee gemacht. Den könnte ich jetzt trinken. Guck. Ein Apfeltee. Ich bin ja dazu übergegangen, auf dem stillen Örtchen Alkohol zu trinken, was ich ja eigentlich nicht tue, finde es aber hier ganz angebracht und finde ja auch, dass diese Verbote, die wir nur noch auferlegt kriegen, dass man nicht mehr trinken darf, nicht mehr dies, nicht mehr jenes, da muss man irgendwie entgegenwirken. Und da schreibt gerade jemand, Entschuldigung, da muss ich kurz was drauf sagen, es schreibt gerade jemand, dass der Ton heute so toll ist und das finde ich auch und ich habe nämlich keine Kosten und Mühen gescheut. Ich mache nämlich in meiner Freizeit im Moment ständig Bestellungen für verschiedene Mikrofone in Online-Shops und Ringlichter und habe jetzt, glaube ich, das teuerste vom teuersten, damit ihr endlich den Ton richtig habt. Wirklich. Mit Das ist so toll. Zwischenschaltgeräten und so. Dieses Badezimmer sieht mittlerweile aus um mich rum wie so ein Studio. Ja, ich hab auch einen Ringblitz. Hast du So. auch, aber deins macht auch eine sehr schöne Farbe, muss ich sagen. Ich Wirst du, kann wenn das auch du noch stellen. Man kann das auch noch so kalt machen. Warte mal, ich kann das mal. Augenblick. Das Kabel ist kurz. Pass auf. Nein, Weiß ich nicht. wahr. Das ist so ein warmer Ton, ne? Das Das ist ein macht man Glow. Der warm. Glow ist super. Sag mal, erzähl mir mal was von deinem Podcast. Du hast neulich die 100. Folge gehabt. Das stimmt. Ich wollte ursprünglich einen Podcast machen über oder mit Paaren, die sich vor nicht allzu langer Zeit oder zumindest wo die Trennung noch schmerzt. Und dann wollte ich die separat interviewen, weil das sicher zwei völlig unterschiedliche Geschichten gewesen wären, warum, wie, was alles schiefgelaufen ist. Und dann hätte ich sie zusammengeführt und wir hätten darüber gesprochen, was man so aus so Beziehungen lernen kann. Das ist ja immer wichtig. Du hast ja 3 Möglichkeiten. Entweder du siehst es als vertane Zeit oder du lernst was draus oder du siehst es als Vorbereitung für das, was dann kommt. Und dann habe ich aber festgestellt, dass es wahnsinnig schwierig ist, Paare, also Ex-Paare zu finden, die noch miteinander reden oder reden wollen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich redet nie jemand darüber, wie man so seine Beziehung verkackt. Und
dann habe ich diesen Podcast des Scheiterns angefangen und das ist mein absolutes Lieblingsprojekt. Ich kann es nicht anders sagen, weil ich das so toll finde, wie offen die Gäste sind und wie wir alle so voneinander lernen können. Und ich finde es einfach super. Also es macht mir richtig Spaß. Und wo findest du die Leute? Die schreiben mir und sagen, sie hätten gerne einen Besuch oder würden gerne kommen. Mhm. Und dann redest du mit denen über das Scheitern der Beziehung. Ja, warum manche kommen auch mit einer Beziehungsproblematik und sagen, sie finden nie einen Partner oder eine Partnerin oder sie geraten immer an dieselben Menschen, was da schief läuft und so weiter. Und da ich mich da gut auskenne in dem Bereich, zumindest, auch weil ich das gelernt habe, kann ich da gar nicht. Aber du hast ja nicht Paartherapeut gelernt. Nee, das nicht. Ich überlege, ob ich das noch mache. Aber mal gucken. Also aber ich habe. Ja. Das finde ich spannend. Willst du das noch studieren, oder was? Nein. Nee, Paartherapie muss man nicht studieren. Das ist eine Weiterbildung im Grunde. Mal gucken. Was ich systemische Therapeutin würde ich auch noch machen. Also mal gucken. Da möchte jemand über Piercings reden. Warum soll ich denn auch über Piercings reden? Warum? Wir haben keine Piercings. Was soll ich habe kein Piercing, ich habe kein Tattoo. Hast du ein Tattoo, Paula? Nee, nichts. Nichts. Wir sind so ganz schnöde Frauen. Irgendwie, ich hab gar nichts. Ja. Also, ich finde das auch ganz, ganz toll. Ich mag diesen Look, wenn dann so Frauen so weiße Unterhemden tragen. Und dann so richtig tätowiert sind bis unten. Das finde ich. Das magst du? Sexy, ja. Echt? Ja, ich finde das schön. Ich würde es also selber nicht machen, aber ich frage gerade, wo man hinschreiben muss. Ihr müsst mir schreiben auf Instagram. Dann, ja, und wenn ich nicht antworte, dann nochmal schreiben und nochmal, weil viele schreiben. Aber wir kriegen das hin. Ja, weil das meine Ohrlöcher sind auch Piercings, das ist natürlich wahr. Ich habe sogar drei, aber das hintere ist zugewachsen. Nee, aber ist ein Ohrloch, das ist auch ein Piercing, aber das ist ja so ein gesellschaftsfähiges Piercing, möchte ich sagen, oder? Ich finde nur, mittlerweile ist es ja so, wenn ihr nach Kroatien fahrt, dann ist es ja so, dass man sich schämt, wenn man am Strand liegt und kein Tattoo mehr hat. Weil es gibt ja überhaupt fast niemanden mehr, der nicht tätowiert ist. Diese Unterwaden-Tattoos. Jeglicher Mann ist tätowiert. Also stell dir mal vor, du hast so jemanden im Bett, dann hast du ja ständig ein Gemälde vor dir. Ach, würde dich das stören? Ich finde das ganz interessant. Also ich hatte allerdings auch noch nie einen tätowierten Partner, fällt mir dabei auf. So schräg. Du hattest noch nie einen tätowierten Partner? Nee. Ich auch nicht. Also ich bin da so ein Langzeitbeziehungstyp und die beiden Großen und auch der allererste. Das ist ja merkwürdig. Habe ich nie drüber nachgedacht. Keine Tattoos. Keine, aber du findest sie schön. Aber das ist doch interessant, oder? Ich muss ja gestehen, ich hatte mal, das ist Jahre her, da hatte ich tatsächlich mal so ein kleines, ich möchte sagen, eine kleine Liaison. Ja? Und der war tätowiert. Und der war relativ viel tätowiert. Und mich hat das ja ein bisschen abgeschreckt. Aber du wolltest ihn ja nur als Liaison, oder? Ich wollte ihn nur als Liaison. Allerdings muss ich ja sagen, das Problem bei uns Frauen ist ja, ich weiß nicht, wie das dir geht, zumindest in jüngeren Jahren, dass also man hat sich ja oft so ein bisschen verguckt und dachte, man will mehr, obwohl man im Nachhinein gar nicht mehr wollte. Aber sozusagen, ich konnte nie, wenn ich nicht das Gefühl hatte, ich bin jetzt leicht verliebt, hätte ich mit dem nie sexuell, ich möchte sagen, intimer werden können. Ich möchte das mal bitte so auf die vorsichtige Spur ausdrücken. Mhm. Das hätte also, ich bekommen. Interessant, weil es gibt Studien dazu, die festgestellt haben, was ja auch Frauen selber erleben, wenn man als Frau häufiger mit demselben Typen schläft, also mit demselben Mann. Der weibliche Körper stößt ein Bindungshormon aus beim Geschlechtsverkehr und darum ist für Frauen Freundschaft plus halt deutlich schwieriger als für Männer, weil Frauen dann immer glauben, okay, jetzt bin ich verliebt, obwohl das nur die Hormone sind. Also darum ist da wirklich zur Vorsicht, sei zur Vorsicht gemahnt, was man so denkt, weil das, was man glaubt,
zu sein, nämlich verliebt, entspricht manchmal gar nicht so sehr der Realität. Darum ist aber wie würdest du denn sagen, soll man sich denn in dieser kurzen Zeit dann die Frage stellen, also um die Hormone zu testen, ja, muss man sich dann kurz eine Abstinenz halten um die Hormone oder sind die nicht dann besonders verrückt? Also ich kenne das ja dann, das ist ja dieses typische, umso schlimmer die sind, umso mehr wollte man dann ja. Ja, weißt ja, du? Genau. Ja. Naja, weil man so halt diese Achterbahn hat und dann verwechselt man diesen Stress mit großen romantischen Gefühlen, das aber gar nicht ist. In Wahrheit fühlt man sich total scheiße und denkt dann, oh Gott, wenn ich mich so beschissen fühle, dann muss es irgendwie super sein, weil das kenne ich wahrscheinlich irgendwoher aus der Kindheit und zack, landet man dann mit irgendeinem Typen in der Beziehung. Und will es gar nicht. Und will es eigentlich nicht. Und wundert sich, dass es so super fühlt. Das Beziehungsthema ist so interessant. Es ist ja immer so gewesen, dass man ja, oder viele denken ja oft, ach, ich möchte die Schmetterlinge von ganz am Anfang zurück. Meine Mutter hat mal gesagt, das ist doch eigentlich die stressigste Zeit, der Horror. Wenn du nicht weißt, ruft er an, ruft er nicht an. Wenn dir ständig flau im Magen ist, es wird doch eigentlich erst gut, wenn du weißt, du kannst die Socken anziehen und er ruft an. Also ich finde dieses, da muss ich absolut recht geben, dieses, das ist doch fürchterlich, wenn man nicht weiß. Ja, total. Also da hat gerade jemand geschrieben, ist Verliebtheit eine hormonelle Störung? Ja, medizinisch kann man das tatsächlich so sehen, ja. Wirklich? Ja, also du bist, darum gibt es ja auch diesen Drei-Monats-Bruch. Also das sage ich im Podcast total oft, wenn Frauen kommen, die gerade so 2 Monate mit irgendwem zusammen sind, wartet, bis die 3 Monate vergangen sind, weil dann, oder 3, 4, so um den Dreh, dann normalisiert die sich der Hormonspiegel mehr und dann entscheiden sich Männer interessanterweise, bei Frauen ist es ein bisschen anders, Männer entscheiden sich dann, ob sie bleiben oder gehen. Nicht vorher, nicht danach, das ist so 3 Monate, das ist der Break hauptsächlich. Ihr wird gerade geschrieben, wir sind auch sehr ob das heute, wir wollten gar nicht über Sex reden, Paula, wir gehen da gleich weg. Weil also, da kommt ja gerade die Frage, heute Beziehungsaufklärung ab 40 plus. Absolut, ihr Lieben, absolut. Weil es ist nämlich ganz wichtig, dass wir auch im fortgeschritteneren Alter, du bist ja 9 Jahre älter als ich, habe ich festgestellt. Wann bist du geworden? 75er Baujahr. Ich bin 74er, ja. Ja, dass man aber trotzdem ist, dass ich finde, man darf, die Sexualität ist ja ein immanentes Thema, ja, über die es sich lohnt, auch immer wieder zu reden und nachzudenken und die es sich lohnt, auch grundsätzlich zu erhalten, auch in Beziehungen. Und deshalb finde ich das grundsätzlich, und wenn die Paula sich damit auskennt, da können wir ja froh sein, dass wir mal eine Expertin hier im Talk haben, entschuldigt bitte. Oder? Also, ne? Macht dir das Spaß? Ja, klar, sonst würde ich es ja nicht machen. Ja, aber ist es auch manchmal, das finde ich ja interessant, auch wie bei mir mit der Schauspielerei oder so, dass man manchmal denkt, ach Gott, diese Frage habe ich doch jetzt schon zum x-ten Mal beantwortet oder gibt es sowas nicht? Naja, die Frage selber wiederholt sich natürlich, aber interessant ist ja, wer die Frage stellt. Und keine Ahnung, nimm das Thema Orgasmusfähigkeit, ja, ob jemand orgasmusfähig oder einen Orgasmen erleben kann oder nicht. Das ist eine einfache Frage, aber warum es möglicherweise nicht klappt, da wird es ja spannend. Also was hat die Person für einen Hintergrund, eine persönliche Geschichte und so weiter. Und das ist ja bei allen anders. Und darum wiederholt es sich im Grunde eben nicht. Man muss eben bloß Zeit haben. Und da mangelt es beim Fernsehen halt manchmal daran, man muss Zeit haben, die Background-Story irgendwie zu erfragen. Und das klappt eben im Podcast und das klappt im Fernsehen leider nicht, weil die Leute das Domina-Studio Arschvoll, die besuchen mich auch immer mittwochs. Was? Domina-Studio Arschvoll. Also auf jeden Fall... wo war ich? Jetzt habe ich die arschvollen Leute. Ja, dass die gleichen Themen immer wiederkehren. Ach so, genau. Ja, also nee, genau, weil die Leute beim Fernsehen eben, also ist so mein Gefühl, die wollen immer so richtig nur noch so Action, Action, Action. Und darum kann man irgendwie nicht in die Tiefe gehen. Leider, finde ich schade. Ja, nee, ja. Action, Action. Also das ist, aber ich finde, das ist trotzdem ein wichtiges Thema. Hier wurde gerade gefragt,
wie das mit der Aufklärung bei den Kindern. Wir haben ja beide Kinder, Paula. Wie ist denn das mit der Aufklärung mit den Kindern? Hast du das gemacht? Ja, also es waren mir ein paar Themen wahnsinnig wichtig. Das ist, ja, jetzt wird es, jemand hat sich beschwert, dass es so ernst ist heute. Das ist wieder was Ernstes. Ach, so ernst? Also, wir sind doch nicht ernst. Hat jemand geschrieben, so ernst heute? Auf jeden Fall, also eins war mir wahnsinnig wichtig, nämlich Nein sagen können. Das ist, und ich finde, das wurde, also mir wurde das nicht beigebracht und das hat zu so ein paar doofen Sachen geführt. Was mein Licht dann runter? Sag mal weiter. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass Kinder Nein sagen lernen und auch junge Menschen. Also wenn sie irgendwas nicht wollen, dann muss das Nein auch akzeptiert werden. Und logischerweise, dass man nicht mit Fremden weggeht und so weiter. Das hat auch toll, gut geklappt. Ja, dass sie ihre Gesundheit schützen und dass sie andere Menschen respektvoll behandeln. Und die Technik, ja, das ist, die Technik ist halt was, das kann man so schwer in der Theorie erklären, ja. Ich habe es versucht, aber jetzt ist mein Großer 16 und der findet das voll peinlich sowieso überhaupt, dass es mich gibt, habe ich das Gefühl. Meine ganze Existenz wird gerade in Frage gestellt. Aber ich glaube, ich habe meinen Auftrag da erfüllt und den Rest müssen sie irgendwie selber machen. Aber natürlich, wenn sie Fragen haben, können sie immer kommen. Die wissen alles. Also ja, wir sind ja auch kein verklemmter Haushalt. Die wissen, wie ein Körper aussieht. Die wissen viele Praktiken, nicht von mir zwangsläufig, aber wir reden darüber, die wissen auch, dass Porno gucken nicht gut ist fürs Gehirn. Ja, Hast du ihn gesagt? Der Frontalkortex verändert sich bei dauerhaftem Pornokonsum und das ist wirklich kein Spaß. Also, liebe Jungs und Mädels da draußen. Macht's lieber selber. Aber ich muss dir was sagen, meine Mutter, ja, hat ja sozusagen, da muss ich so selber nicht lachen, weil du bist sozusagen die Reinkarnation, entschuldige, dass ich das sage, meiner Mutter. Okay. Weil meine Mutter Jugendaufklärung gemacht hat und Schwangerschaftskonfliktberatung und Sexpad und so. Und ich sozusagen als Fünfjährige mit in so Jugendclubs war, wo sie sozusagen Jugendaufklärung, ja, das wisst ihr alle nicht, das ist sehr peinlich. Und meine Mutter so einen Verhüterkoffer dabei hatte, wo so ein Holzpenis drin war. Ich bin gestorben. Und wie ich in der siebten Klasse war, die Lehrer in der Schule konnten auch Pro Familia anrufen und konnten sagen, kommen Sie doch bitte zu uns in die Klasse, ne, und machen Sie Aufklärung. Und dann hat unsere Biologielehrerin bei Pro Familia angerufen und meine Mutter kam in meine Klasse. Ich sage euch, ich war 13, es war das Schlimmste, was ich überhaupt je erlebt habe. Es war so peinlich. Und danach sind so Jungs immer auf dem Schulhof zu mir gekommen und so, ey, was ist mit deinen Alten? Kann ich dir ein paar Kondome geben? Und ich bin gestorben. Allerdings hat das dazu geführt, dass ich später so von Freundinnen, wenn ich da eingeladen war und die hatten so halbwüchsige Söhne, habe ich denen so ein 50er Pack Kondome hingestellt und habe gesagt, so ihr Lieben, üben im Dunkeln unter der Bettdecke. Wenn ihr es dann richtig hinkriegt, dann seid ihr bereit. Nein, ja. Weil das ist ja ein Riesenthema, ne, für die Jungs. Also sozusagen, du musst ja nicht nur wegen der Schwangerschaftsverhütung, sondern auch gegen Krankheiten, AIDS, all das. Du musst es ja lernen. Und du musst es vor allem lernen, ohne dass das Mädchen da panisch liegt und du aufstehst und sagst, wollen wir? Dann holst du ein Kondom. Gerade zum ersten Mal. Ja, ja, und dann so, das Mädchen zittert. Und du hast, und dann weißt du ja, okay, wenn jetzt das Kondom genommen wird, dann müssen wir jetzt, und man muss ja gar nicht, aber man kann es ja mal prophylaktisch einsetzen. Und das musst du natürlich Kindern erklären. Ich weiß noch nicht, wie ich das meinem Sohn erkläre. Ich glaube, der findet mich auch unendlich peinlich, ja, aber ich weiß, 13, ich muss das bald mal machen. Ne? Naja. Ja, also, ja, die, ich, also das mit der Übung. Du bist nicht meine Mutter, entschuldige. Ist schon okay. Sie hat ja Gutes getan, ne? Oh, wenn ich mir das vorstelle. Meine Mutter war auch so, und dann kam aber meine Freundin dann oft nach Hause zu mir und haben gesagt, ist der Koffer da? Weißt du, weil natürlich dieser Koffer war so eine Welt von ganz aufregend, natürlich auch total peinlich. Wir haben alle gegiggelt, ja.
Aber wir wollten natürlich üben, wie wir die Kondome über diesen Holzpenis drüber ziehen. Das ja. wollten wir nicht machen. Wir waren wir, super da drin. Guck mal, die Official Lena fragt, ab welchem Alter man mit seinen Kindern über Sex reden sollte. Ich finde ja, sobald die ersten Fragen aufkommen. Ja. Und ich würde diesen Umweg über Bienen und Blümchen mir gleich sparen, sondern vernünftig reden. Die können das schon verarbeiten. Allerdings ist natürlich für die Kleinen, wenn die Mama, wenn die mitkriegen, dass man sozusagen einmal im Monat seine Tage hat, ist das schon erstmal für die sehr verwunderlich, muss man sagen. Ne? Und die haben Angst, dass man Schmerzen hat. Hat man ja auch. Natürlich. Ja, ich finde auch. Fragen. Wirst du gefragt von deinen Söhnen? Wirst du wirklich gefragt? Ja, ich wurde sogar einmal angerufen. Da hatten sie, da war der Ältere mit seinem Kumpel zusammen und die hatten gerade irgendeine sehr spezifische Geschichte in der Schule diskutiert. Es war irgendwas über Analsex oder irgendein Fetisch, auf jeden Fall schon so fortgeschrittenen Thematik. Und da war der Ältere ausnahmsweise stolz, dass ich eine parate Antwort geben konnte. Also, das wird schon, die wissen ja auch alle, was ich beruflich mache und so, also das ist schon okay. Aber ich glaube eben, je offener man über Themen redet, egal über was, ob über Sex ist oder über Trauer oder über Depression oder über Freude oder Weinen oder was weiß ich, desto leichter fällt es, den anderen auch darüber zu sprechen, weil das Problem ist ja, wenn alle denken, keiner hat das Problem, außer mir. Und je häufiger wir darüber sprechen, desto klarer wird, dass wir alle die gleichen Probleme haben. Also zum Beispiel, wenn der Hausmeister den Flur wischt draußen, dann gehst du ja nicht normal raus, sondern dann gehst du so, als wäre der Boden Lava und tippelst genau. und entschuldigst genau. dich die ganze Zeit. Und das ist ja nicht was nur ich mache, sondern das machen alle. Alle machen das. Oder? Du meinst, vorsichtig über den Flur gehen. Ja, wenn das nass ist. Tipp, 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 tipp. Ja, und genauso ist es. Manche, die sind zu jung dafür, die rutschen aus. Die muss man an der Hand nehmen. Ja. ja aber grundsätzlich hast du recht, natürlich. Aber es ist trotzdem, ist jetzt Sexualität an sich. Und ich merke das ja auch an, das ist natürlich nochmal anders, als wie ich jung war. Ja, auch durch meine Mutter mit der Aufklärung ist natürlich hier der Zugriff zur Sexualität. Dieses doofe YouTube auch. Ja, ja. Also oder was. Oder, naja, ich glaube doch nicht mal das. Ich glaube einfach, diese Videos, die du normal bei YouTube über verschiedene, also so Pseudo-Influencer, da gibt es so eine, die ganz schlimm, die auch bei Promi Big Brother war und so, dann hören die sich so Lieder an und wissen eigentlich gar nicht, was die meint. Ja? Und das ist alles so komisch sexualisiert, dass ich das ganz schwierig finde. Ja? Ja. Allerdings. Naja. Darum ist es ja auch wichtig, gerade über Pornos aufzuklären. Du kannst ja nicht sagen, bitte guckt keine Pornos, das ist ja völlig unrealistisch. Natürlich gucken die Pornos, weil sie neugierig sind, aber du musst es dann einordnen für sie und sagen, okay, das, was du da siehst, erstens achte mal darauf, wie die Frau dargestellt wird. Und übrigens kann ich dir sagen, das ist keine realistische Abbildung der Sexualität. Frauen kreischen auch nicht immer wie verrückt, wenn bald nur ein Penis in der Nähe ist. Ja, sie sind begeistert, aber nicht so. Da ist er endlich. Und ja, da also und eben ja diese Sache mit dem veränderten Hirn. Das ist einfach ja, da gibt es groß angelegte Studien zu. Und die Leute stumpfen ab und dann brauchen die immer stärkere, stärkere, stärkere Reize. Und ich glaube auch, dass diese Zunahme an Kinderpornografie auch damit zusammenhängt. Die Leute brauchen so starke Reize, dass sie irgendwann das Gefühl haben, boah, das ist so krass, Wahnsinn. Und haben überhaupt kein Gefühl mehr dafür, was überhaupt ja, in einem gesunden Bereich ist. Und das Einzige, was da hilft, ist Entzug. Aufhören, Pornos zu gucken. Erotische Filme, ja, aber... Ja, Entzug und vor allem, ich finde ja, dass man mal was liest oder so. Also ich finde ja das Phänomen von 50 Shades of Grey, ja, finde ich ja insofern spannend, weil ich ja finde, dass ein Buch mehr die Fantasie anregt als ein Film, ja. sozusagen. Ja. Und der schon, weil wir Frauen eben die normalen Pornos, ja, sage ich jetzt mal, das ist jetzt nicht, also dass ich jetzt abends sage, komm Schatz, ja, das kommt mir eigentlich nicht in den Sinn. weil ich da, also die turnen mich nicht an.
Ja, also das ist einfach so. Aber dieses 50 Shades of Grey, ja, dieses Fantasie zu etwas hin, ja, das hat ja eine ganze Nation. Ich meine, nicht umsonst haben das wie viel 500 Millionen Leute gelesen, ja, und plötzlich war es auch gesellschaftsfähig, das lesen zu dürfen, ja. Und es ist aber was anderes als dieser Hardcore-Porno, ja, ja. Finde ich. Ja, also mir hat es jetzt sprachlich nicht so gefallen, ehrlich gesagt. Gut, meine Liebe, aber ja. Das ist Porno, gefällt dir sprachlich auch nicht. Nee, das ist wahr. Da denke ich, ich, kann auch, ich könnte Pornos gar nicht mehr gucken, weil ich immer denken würde, mein Gott, so sagt man das doch nicht. Könnt ihr das bitte nochmal umschreiben? Also das stresst mich dann schon. Es gibt ja diesen berühmten Clip, warum liegt denn da Stroh? Wie, warum liegt denn da Stroh? Was ist das denn? Du kennst doch, warum liegt denn da Stroh? Sag nicht, dass du es nicht kennst. Was ist das denn? Also da kommt eine verzweifelte junge Frau in Unterwäsche, wie man das halt so macht, empfängt den Elektriker oder was weiß ich, der mit so einer Ledermaske kommt, wie Elektriker das halt so machen. Ja. Die gucken den Stromkasten an oder was das ist, so ein Verteilerkasten und offensichtlich gibt es da einen Defekt und dann nagelt mich nicht fest, was sie sagt. Ja, Atlas Castor ist mega nervtötend. Schmeiß ihn mal raus. Kann man den nicht sperren? Wer denn? Atlas Castor, der spammt hier alles voll mit so Schwachsinn. Ach, es gibt so. Jetzt erzähl mir vom Stroh. Lass diesen Mechanismus. Also auf jeden Fall sagt sie irgendwas und dann sagt. Mist, ihr wisst es sicher alle viel besser, aber sie oder er sagt, warum liegt denn da Stroh? Nee, er sagt das, warum liegt denn da Stroh? Und sie sagt irgendwas und dann sagt er, na dann blas mir doch ein. Und dann geht sie so, wie man es halt so macht bei Elektrikern, die zu Besuch kommen, auf die Knie wo und gibt's das denn? Ein. Wo gibt es das denn? Wenn du, wo liegt, warum liegt denn hier Stroh, findest du das auf YouTube? Das ist also sowas. Ja, und ich bin sicher, dass die das ernst gemeint haben und es würde erst hinterher, ja, aber mein Gott, das, also Aslan, der Schalke, wir müssen kurz ein Foto machen. Achso, okay. Komm mal nach vorne, das heißt, sag mir dabei weiter, das heißt, das ist ein Porno, oder was? Ach, das Foto jetzt, warte. Du musst zurück, du bist viel zu groß. Schatz, du bist viel zu groß. Jetzt, warte, so, guck mal, ich bin so. Kopf ankippen, Nase ein bisschen nach unten, bisschen höher, bisschen höher, bisschen höher mit den Augen. Warte. So, macht ihr Fotos, ihr lieben Lächeln, Paula? Ja, Grüßen, ein gut, wir passen gut zusammen. Passt du? Nein, nochmal zurück, das war viel zu kurz. Da schreibt jemand, Ulig, das kennt man doch, warum liegt da Stroh? Ulig kennt das nicht. Schickt mir das mal. Ich bin ja so ein Prüderiechen. Ja, danke schön. Ich stelle fest, immer mehr, wenn ich da runter gehe, kriege ich immer mehr so Falten um die Augen. Paula. Was passiert? Liebe, da hat eine gefragt, und das müssen wir schon kurz klären. Was ist denn deine Meinung zu 50 Shades of Grey? Also, nehmen wir mal an, ihr hättet so eine Freundin, die mit einem Typen zusammen wäre plötzlich. Der ihr hinterherläuft, wenn sie mit ihrer Mutter in der Bar sitzt und sagt, entschuldige, du hast schon zwei Drinks. Ich würde den doch von der Terrasse werfen, oder? Aber oh Gott, das vergessene Kinder, das ist ein ganz toller Film. Ich erinnere mich mit William Hurt, glaube ich. Der war gut. Ja. Ja, Entschuldigung. Genau, und ich finde, dass der Typ einfach, ich finde, die benehmen sich alle so idiotisch, darum kann ich mich daran nicht erfreuen. Ich verstehe das Grundkonzept und das ist alles sehr abenteuerlich, aber mich hat es nicht ergötzt. Aber ich freue mich, wenn so viele sich daran erfreuen können. Ich glaube, dass der Typ natürlich hinterherläuft, das geht natürlich alles gar nicht. Und ich habe auch tatsächlich nur in eins reingelesen. Ich habe mir zwei Filme davon angeguckt. Ja? Mhm. War tatsächlich peinlich berührt, weil ich nehme da Ja, aber wo sind die Penisse? Man sieht ja gar nichts. Man sieht gar nichts. Aber ich muss, entschuldige, Paula, so hübsch sind Penisse auch nicht, dass ich sie ständig sehen muss. Aber wenn es ein Film ist, der ums Vögeln geht, dann will ich doch Penis sehen, zumindest so ein bisschen. Das sieht ja, ich weiß, im ersten, da kommt so eine Nahaufnahme. Das Schlimmste war ja, der sagt dann,
Ich habe den auf Englisch gesehen, weil ich drüber schreiben musste. Das war irgendwie so eine Frühvorführung. Aber dann sagt er auf Englisch, I don't make love, I fuck. Und make dann love mit ihr, ja? Und ich dachte nur so, hä? Das hat jetzt überhaupt keinen Sinn. Dann fuck wenigstens. Vielleicht hättest du den in der deutschen Übersetzung sehen müssen. Interessant ist aber doch, dass in all diesen Filmen, ja, ich möchte da auch noch was, habe ich mich nachgelesen, auch in Twilight, die Männer und auch in Pretty Woman immer Klavier spielen. Ja. Gerne mit nacktem Oberkörper. Und dann die Frau, der, also sozusagen der gebrochene Mann, der am Klavier sitzt und seine Seele ins Klavier legt, während die Frau kommt und er sie entweder auf dem Flügel nagelt, ja, ja, oder dann irgendwo hinträgt. Das ist ja so absurd. Ja? Musst du mal drauf achten. In diesen Filmen meistens spielt der Klavier. Ja, aber als würden sich bei Frauen da die Höschen lockern, sobald der Typ irgendwie in die Tasten haut. Aber ist gar nicht so. Man weiß, aber wirklich. Ja, also wenn aber trotzdem. Groupies stehen nie auf den Keyboarder. Das ist einfach so. Nein, der Gitarrist, der Sänger, der Bassist vielleicht noch, der Schlagzeuger, okay. Aber der Keyboarder, nee. Ja, aber entschuldige, es gibt einen Unterschied zwischen Keyboarder und Klavierspieler. Ja, mein Gott, aber im Grunde ist doch dasselbe. Aber ist derselbe Typ. Mann mit und nichts gegen Keyboarder. Ja, ich finde Keyboarder ganz, ganz toll. Man kann, das funktioniert nicht, spielen und dann ziehen die sich aus. Das geht nicht. Also glaube ich. Aber du bist dazu aufgeklärt. Ich glaube, dass dieses Prinzessin-Thema, ja, dieses, das ist ja auch das Interessante, dass die alle immer in Anführungsstrichen unbefleckt sind. Ja? Also wir tun ja alle emanzipiert und dann kommt das Märchen von der unbefleckten Empfängnis. Ja? Ja. Sozusagen der Mann, der sozusagen als, das muss man ja auch sagen, als potenter, viel. Also sozusagen, der dich in die Liebe einführt, der muss vorher irgendwie so und der nimmt nun die zarte Elfe, möchte ich sagen, und also es ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Eigentlich, ihr Lieben, emanzipatorisch gesehen, geht das gar nicht. Ja? Vom Prinzessin-Gedanken her. Also wir, ja, also uns beide kann ich mir jetzt nicht auf Klavieren vorstellen. Da muss man ganz... Findest ganz du mich zu schwer fürs Klavier? Also, wir sind einfach zu groß dich, in jeder Hinsicht. Dich so halb nackt auf dem Flügel. Ich finde, da, also wenn man klein und zart ist, so wie bei Fabulous Baker Boys, ja, da Michelle Pfeiffer in so einem roten Glitzerkleid, das geht, aber stell dir mal mich auf dem Klavier vor, das sieht aus, als wäre irgendwie. Nee. Ich bin ein Gitarristentyp, ganz, ganz klar, oder ein Schlagzeuger. Sowas funktioniert. Nee, also ich möchte hier, da wird nämlich gerade geschrieben, wir würden gerade Träume kaputt machen. Entschuldigt, ihr versteht es völlig falsch. Ich tatsächlich stehe total auf sowas. Ich schreibe nämlich auch an einem Liebesroman und da ist sie natürlich auch jungfräulich und da ist natürlich auch eher der Bad Guy. Und er spielt Klavier, natürlich. Nein. Und er ist super reich mit 27. Er ist ein Maler, Schatz. Er ist ein Maler und malt sie nackt. Also Armut. Ja. Er malt nackt, okay. Natürlich. Draw me like one of your French girls. Ja, okay. Verstehe. Aber ich bin mir hat dann der Verlag gesagt, weil ich bin immer noch 17 in dem Buch, die Figur, hat dann gesagt, Frau Uli, Sie müssen mal erwachsener werden. Weil ich habe 150 Seiten über die 17-Jährige geschrieben, die ihn dann in der Tür stehen sieht und so. Weil ich das schon auch, also ich kenne das auch als junge Frau und diese, also ich kann diese Märchenfiguren, dieses, kann ich schon auch total tatsächlich nachvollziehen. Da bist du viel aufgeklärter als ich. Ich finde da, ich kann da ja was abgewinnen. Du nicht. Ich träume da auch von, so ist es nicht. Aber ich weiß, dass die Realität anders ist. Naja, Gott. Ich kann dir sagen, ich habe den Gitarristen, und Klavierspieler, der ist da. Den muss man finden. Das ist herrlich. Ja. Also, ich mag Keyboarder auch. Wirklich? Ja, ich hatte nur noch nie was mit einem Keyboarder. Das spricht der Neid aus mir. Ich bin sicher, wenn da jemand mit so einem Flügel vor mir stünde, ich würde mich sofort ausziehen. Logisch. Im Hotel war es super gefährlich. Das ist kein Hotelbar. Warst du eigentlich mal in jungen Jahren in Musiker verliebt? Na klar. In wen? Steve Norman, den Saxophonisten von Spandau Ballet. Oh, echt? Sehnsüchtig. Ja, klar. Echt? Ja, jahrelang.
Ich habe neulich noch geguckt, was aus ihm geworden ist. Ach, und in den Schlagzeuger von Curiosity Killed the Cat. Das war eine sehr kurzlebige Band in den späten 80ern. Und in den 90ern, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da ist meine Liebe so vielen zugeflogen. Dass, alle. Komm, alle. Alle. Euch alle toll. Lieben Dank, wir haben vergessen, du musst, wenn du möchtest, nochmal wiederkommen. Wir haben die 7 Fragen aus 77 nicht gemacht, weil auch ich in dich hineingekippt bin und andere Sachen gefragt habe, als wir hätten, als ich eigentlich hätte. Entschuldigung. Wir müssen uns jetzt an dieser Stelle entschuldigen, weil es ist auch schon wahnsinnig spät und wir müssen. Das stimmt. Also dann komme ich einfach nochmal wieder. Kommst du nochmal wieder im neuen Jahr? Und dann fragen wir die, dann werden wir uns strikt, dann werden wir kein Wort über Sexualität sprechen. Nicht? Ja. Übrigens, eine Sache wollte ich noch sagen, weil vorne eine junge Dame namens Jana geschrieben hat. Jana, wenn die Band, das bin ich schon völlig, Jana hat nämlich gesagt, sie hat bei der Produktion, also bei auf meiner Hotline angerufen für die Paula kommt am Telefonsendung, die am Mittwoch zum letzten Mal läuft in diesem Jahr. Jana, ruf einfach nochmal an und sag einen schönen Gruß von mir. Die Nummer ist 0800 47 66 662 und falls ihr übrigens Fragen habt oder du, Elena, habt ihr die letzte Chance, mich noch anzurufen. Freue ich mich. Ich soll dich anrufen in deiner Sendung. Ja, also sprich auf die Hotline, weil wir können die ganzen Anrufe nicht auf einmal und Jugendschutz ist auch und so weiter, aber ich bin ja wohl alt genug für den Jugendschutz, hör mal. Ja, das weiß man ja nicht. Das weiß man nicht, das weiß man nicht, mein Herz. Ja. Nein, so machen wir das. Also Mittwoch kommt die letzte Sendung bei Six. Welche Uhrzeit? 22 Uhr, ne? 22:10, 22:15, immer so ein bisschen dazwischen. Und also, wenn die Werbung halt vorbei ist. Und ja, dann gibt es eine kleine Winterpause. Und dann kommst du aber wieder. Und du kommst wieder zu mir im neuen Jahr, versprochen. Dann machen wir die 7. Genau. Nur, dass ihr und das wisst, dann grüß den Herrn Karl. Wir sind ja auf sehr kleine Art nahezu verwandt. Ja, wir. Das verraten wir aber natürlich jetzt nicht. Das verraten wir nächstes Mal. Ja. Auf jeden Fall. Paula, pass auf dich auf. Okay. Ihr Lieben, ich schmeiß dich raus. Bussi. Okay. Tschüss. Ihr Lieben, es war herrlich mit der Paula Lambert. Ich habe mich jetzt selber so verquatscht und bin gar nicht auf die 7, auf 77. Aber es ist auch völlig egal, weil wir können doch alle hier machen, was wir wollen und auch mal einen anderen Talk machen als sonst. Und überhaupt, ich finde das wahnsinnig spannend. Ich finde überhaupt die Sexualität ein spannendes Thema und wie man mit den Kindern umgeht, wie man das alles macht und wo man selber steht und wie das mit dem Prinzessinsein und dem Klavier und überhaupt ist. Das würde mich natürlich auch interessieren, ob ihr auch von dem Klavier träumt. Oder wie das bei euch ist, schreibt doch mal ein paar Kommentare, das ist doch lustig. Das ist doch ein wirklich lustiges Thema. Und am Donnerstag, das möchte ich auch sagen, kommt der Max Giermann. Den kennt ihr mit Sicherheit alle. Das ist ein ganz toller Kerl und ich habe mit dem studiert. Ich kenne ihn also noch komplett anders, als wie man ihn jetzt so kennt. Und da freue ich mich total auf den. Der kommt am Donnerstag um 21:45, wenn es wieder heißt, Ulig stilles Örtchen. Ich danke, dass ihr so toll und zahlreich dabei seid und hoffe, dass ihr das weiterhin seid und dass wir das lange weitermachen. Und ich danke euch einfach für euer Dabeisein und für euer Zuhören und wünsche euch eine wunderschöne Nacht, einen guten Start in die Woche. Wir sehen uns am Donnerstag, wenn es wieder heißt, Ulig stilles Örtchen, endlich mal in Ruhe reden. Und jetzt kommt endlich wieder der Jingle.